Ja, Friede meinem Geist. Frieden meinem Geist. Lass all die Gedanken stille sein. Es gibt jetzt nichts zu tun. Sondern nur sich öffnen, im Geben und Empfangen. Sich darin ausdehnen, im eigenen Geben und Empfangen. Wir wollen üben, üben und üben. So wie es uns hier gesagt wird. Und dafür haben wir extra eine Einleitung für die kommenden Lektionen. Bis zum scheinbaren Ende dieses Jahres. Friede meinem Geist. Lass all meine Gedanken stille sein. Und Gott ganz nahe sein. Hier und jetzt sein. Wir lernen und heilen nur im Miteinander, im einfachen Sein, im Akzeptieren, was wir in Wahrheit sind. Und dafür braucht es wenig Worte. Im Grunde braucht es kaum mehr Worte. Es so sein lassen, wie Gott es schuf. Mich so sein lassen, wie Gott mich schuf. Dich so sein lassen, wie Gott dich schuf. Und wir wollen lernen, in die direkte Erfahrung zu kommen. Der Wahrheit. Und dafür brauchen wir uns. Und all den Frieden, damit wir die Welt des Schmerzes hinter uns lassen. Und wir nur noch Frieden, sprich Liebe sehen, durch unseren mächtigen Geist, durch unser Erhöhen und Erheben, Erhellen, genau hier und jetzt.
mich selbst nur als Kanal zu nutzen. Diese Hülle hier als Kanal zu nutzen. Also alles als ein Mittel zu nutzen für Gott. All das, was mir gegeben ist. Und nicht mehr für meine eigenen Zwecke. Und mich klar dafür auszurichten. Die Weggabelung endlich zu verlassen und sich klar zu entscheiden. Für Gott. Der Weg ist sowieso schon entschieden. Es ist alles schon geschehen. Und Gott will endlich seinen letzten Schritt tun. Er braucht aber meine klare Ausrichtung. Mein ihn willkommen heißen. Mein sich öffnen. Für mein eigenes Zuhause. Und wir wollen uns Zeit nehmen für unser eigenes Glück. Für unser Glücklichsein. Am Morgen und am Abend und auch zwischendurch. So gut ich kann, so oft ich es kann. Und dafür sind mir jetzt Gebete gegeben. Das ganze Jahr hindurch. Kurze Lektionen. Begleitend immer mit einem Oberbegriff. Heute ist es, was ist Vergebung? Und das immer wieder zu wiederholen. Solange es gegeben ist. Was ist Vergebung? Dieser Oberbegriff ist die nächsten 10 Tage gegeben. Und diese Einleitung ist mir bis zum Ende des Jahres gegeben. Also ruhig immer wieder darauf zurückblicken oder darin zu lesen, mir das immer wieder in Erinnerung zu holen. Weil ich so vergesslich bin, ne? Ich vergesse so leicht. Also, dir ist dieses Buch gegeben, um zu üben. Und das als Übungsbuch zu nutzen. Heißt ja auch Übungsbuch. Und ich bin der Schüler. Ich bin der Übende. Und wir wollen gemeinsam lernen, Gott anzurufen. Und wir, das bin immer ich, ne? So dass ich es in jedem Moment, egal welche Umstände da sind, geben kann. Egal ob allein, ob scheinbar allein oder im Miteinander. Es gibt kein Alleinsein. Es gibt keine Einsamkeit. Es gibt kein Getrenntsein. Das Gewahrsein Gottes strömt in jedem Augenblick durch mich. Ich lerne, mich selbst zu beruhigen.
durch den liebevollen Gedanken Gottes, was mir Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit, Schutz und Gewissheit schenkt. Und so ein tiefes Vertrauen. Und dem will ich folgen. Und da du Teil von mir bist, will ich natürlich auch, dass du dem folgst. Sonst bin ich ja immer in dieser Zerrissenheit. Immer in diesem gespaltenen Geist. Also will ich alles dafür tun, dass all meine Teile mir nachfolgen. Dass sich das alles aufklärt. Dass sich der eine Geist wirklich offenbart. Ja, und das heißt, ich möge den Heiligen Geist, ich möge Gott, ich möge Jesus, ich möge den Bruder willkommen heißen. In jedem Moment. Und so auch jetzt. Wir sagen einige einfache Worte des Willkommens und erwarten, dass unser Vater sich offenbart, wie er es versprochen hat. Wir haben uns an ihn gewendet und er hat versprochen, dass sein Sohn nicht ohne Antwort bleiben werde, wenn er seinen Namen anruft. Und das geschieht durch das Gebet. Die Lektion. Durch deine Bereitwilligkeit. Jetzt kommen wir zu ihm mit nichts als seinem Wort in unserem Geist und Herzen und warten darauf, dass er den Schritt zu uns tut, von dem er uns durch seine Stimme sagte, dass er ihn nicht versäumen würde, wenn wir ihn einlüden. Er hat seinen Sohn in all dessen Verrücktheit nicht verlassen, noch dessen Vertrauen in ihn verraten. Der Vater ist uns treu und so wollen wir auch ihm treu sein und alles geben. Das heißt, mehr und mehr Zeit mit Gott, unserem Vater, zu verbringen. Es offensichtlicher machen. Konsequenter sein, deutlicher. Wir sagen die Worte der Einladung, die seine Stimme vorschlägt, und dann warten wir darauf, dass er zu uns komme. Es war sein Wille, zu dir zu kommen, wenn du erkannt hast, dass es dein Wille ist, dass er dies tue. Also sitze in Schweigen und warte auf deinen Vater. Bleib du offenen Geistes. Bleib du in der Kommunikation. Niemand anders ist gerufen. Du bist der Erlöser.
Und so weit hättest du nie kommen können, wenn du nicht und sei es noch so schwach gesehen hättest, dass es dein Wille ist. Gottes Wille ist dein Wille. Und ihn einfach geschehen lassen. Gott wollen. Gott vertrauen, Gott lieben, weil es alles mein ist, weil ich das selbst bin. Und Jesus sagt dir, ich bin dir so nahe, dass wir nicht versagen können. Bruder, wir sind einander so nahe, dass wir nicht versagen können. Und wir schauen nicht mehr zurück. Wir schauen vorwärts und richten unsere Augen auf der Reiseende, aber nicht in die Zukunft, die ich hier als Zukunft sehe, sondern die geistige Sicht. Wir sind zu Hause. Wir gehen scheinbar eine Reise, die nie begonnen hat, die nie stattgefunden hat. Christi Schau will angenommen werden und du wirst es anders sehen. Und wir werden eine Welt jenseits derjenigen erblicken, die wir machten. Und jene Welt als den völligen Ersatz für unsere eigene nehmen, die neue Welt. Und nun warten wir in Schweigen, ohne Angst. Und deines Kommens sicher. Gott wird zu dir kommen. Und wir wollen so wie du, indem wir dies erbitten, dass deine alten Versprechen gehalten werden, die es dein Wille ist, zu halten. Wir wollen so wie du. Der Vater und der Sohn, deren heiliger Wille alles, was da ist, erschaffen hat, können in nichts versagen. In dieser Gewissheit tun wir diese wenigen letzten Schritte auf dich, Vater, zu und ruhen im Vertrauen auf deine Liebe, die den Sohn, der dich anruft, nicht im Stiche lassen wird. Spüre diese innige, heilige Beziehung, die dir immer genau jetzt gegeben ist. Mit allen und allem. Und so gehen wir gemeinsam des Weges, Hand in Hand, vom Vater geführt, durch den Heiligen Geist, in Begleitung von Jesus Christus, der wir selbst sind. Es ist alles der eine Geist.
Gottes Hand stützt uns. Seine Gedanken haben unseres Geistes Dunkelheit erhellt. Seine Liebe hat uns ohne Unterlass gerufen, seit Anbeginn der Zeit. Sein Geist wirkt durch uns. Da kann ich noch so sehr in der Dunkelheit rumwühlen. Oder mich versteckt halten. Wir hatten einen Wunsch, dass Gott den Sohn nicht haben sollte, den er für sich erschaffen hat. Wir wollten, dass Gott sich ändere und das sei, was wir aus ihm machen möchten. Und wir glaubten, dass unsere wahnsinnigen Verlangen die Wahrheit seien. Jetzt sind wir froh, dass dies alles aufgehoben ist und wir nicht mehr denken, Illusionen seien wahr. Die Erinnerung an Gott schimmert am weiten Horizont unseres Geistes. Noch einen Augenblick und sie wird neu aufgehen. Noch einen Augenblick und wir, die Söhne Gottes sind, sind sicher zu Hause, wo er uns haben möchte. Wir brauchen nur Gott anzurufen. Und jede Versuchung verschwindet. Statt Worten brauchen wir nur seine Liebe zu verspüren. Anstelle von Gebeten brauchen wir nur seinen Namen anzurufen. Auch das wird vergehen. Jetzt scheinen sie noch eine Hilfe zu sein, so wie die Worte. Ich brauche im Grunde gar nichts, weil mir alles gegeben ist. Statt zu urteilen, brauchen wir bloß still zu sein und alle Dinge geheilt werden zu lassen. Wir wollen die Art, wie der Plan Gottes enden wird, akzeptieren, so wie wir die Art, wie er begann, empfingen. Jetzt ist er vollständig. Wenn wir mit den Gebeten, mit all den Worten durch sind, hat uns dieses Jahr zur Ewigkeit gebracht. Und wenn nicht, dann musst du wohl nochmal von vorne starten. In Anführungsstrichen. Dann bist du wohl noch eine Schleife gegangen. Oder musst vielleicht noch eine Schleife gehen. Macht nichts. Und jetzt werde ich kurz auf diesen besonderen Gedanken, was ist Vergebung, noch eingehen und dann kommt die Lektion. Sie sollten langsam gelesen und eine Weile überdacht werden. Und einem der heiligen und gesegneten Augenblicke an diesem Tag vorausgehen. Was ist Vergebung? Die Vergebung nimmt wahr, dass das, wovon du dachtest, dein Bruder habe es dir angetan, nicht geschehen ist.
Sie verzeiht keine Sünden und macht sie nicht wirklich. Sie sieht, dass es keine Sünde gab. Und in dieser Sicht sind alle deine Sünden dir vergeben. Was ist Sünde außer einer falschen Idee über Gottes Sohn? Die Vergebung sieht einfach ihre Falschheit und lässt sie deshalb los. Was dann frei ist, ihren Platz einzunehmen, das ist der Wille Gottes. Ein unversöhnlicher Gedanke ist ein Gedanke, der ein Urteil fällt, das er nicht in Zweifel zieht, auch wenn es nicht wahr ist. Der Geist ist verschlossen und wird nicht befreit. Der Gedanke schützt die Projektion, zieht ihre Ketten enger an, sodass die Verzerrungen verhüllter und verschleierter sind, dem Zweifel unzugänglicher und von der Vernunft noch weiter ferngehalten. Was kann sich zwischen eine starre Projektion und ihr Ziel stellen, dass sie sich zu ihrem Wunschziel wählte? Ein unversöhnlicher Gedanke tut vieles. In fieberhafter Aktion verfolgt er sein Ziel, wobei er das verdreht und umstößt, was er als Behinderung seines auserwählten Weges sieht. Verzerrung ist sein Zweck und ebenso das Mittel, wodurch er ihn erreichen möchte. Er unternimmt seine wütenden Versuche, die Wirklichkeit zu zerschlagen, ohne sich um irgendetwas zu kümmern, was einen Widerspruch zu seinem Standpunkt darzulegen schiene. Die Vergebung ihrerseits ist still und tut ganz ruhig gar nichts. Sie kränkt keinen Aspekt der Wirklichkeit, versucht auch nicht, sie zu Erscheinungen, die ihr gefallen, zu verdrehen. Sie schaut nur und wartet und urteilt nicht.
Derjenige, der nicht vergeben will, muss urteilen, denn er muss sein Versagen zu vergeben rechtfertigen. Und deshalb sind wir noch mit so vielen Worten beschäftigt, weil wir noch so mit unserem Rechtfertigen beschäftigt sind und all den Erklärungen. Der aber, der sich selbst vergeben möchte, muss lernen, die Wahrheit genauso willkommen zu heißen, wie sie ist. Tu also nichts und lass dir von der Vergebung zeigen, was du tun sollst. Durch ihn, der dein Führer, dein Erlöser und Beschützer ist, stark in der Hoffnung und deines letztendlichen Erfolgs gewiss. Er hat dir schon vergeben, denn dies ist seine Funktion, die ihm von Gott gegeben ist. Seine Funktion musst du jetzt mit ihm teilen und dem vergeben, den er erlöst hat, dessen Sündenlosigkeit er sieht und den er als Sohn Gottes ehrt. Wer ist er? Dein Führer, Beschützer. Wer ist dir gegeben? Das ist der Heilige Geist, ne? Mir ist vergeben worden. Ich bin erlöst. Ich bin reiner Geist, ganz heil und unschuldig. Alles ist vergeben, vergessen und aufgelöst. Halleluja! Friede meinem Geist, lass all meine Gedanken stille sein. Jetzt kommt das Gebet. Vater, heute komme ich zu dir, um den Frieden zu suchen, den du alleine geben kannst. In Schweigen komme ich. In der Stille meines Herzens, in den tiefsten Tiefen meines Geistes, warte ich und lausche auf deine Stimme. Mein Vater, sprich heute zu mir. Ich komme, um deine Stimme in Schweigen, in Gewissheit und in Liebe anzuhören. Sicher, dass du meinen Ruf hören und mir Antwort geben wirst.
Nun warten wir in Schweigen. Gott ist hier, weil wir gemeinsam warten. Ich bin sicher, dass er zu dir sprechen wird und du wirst hören. Akzeptiere meine Zuversicht, denn sie ist die deine. Unsere Geister sind verbunden. Wir warten mit der einen Absicht, die Antwort unseres Vaters auf unseren Ruf zu hören. Unsere Gedanken stille sein zu lassen und seinen Frieden zu finden. Ihn zu uns davon sprechen zu hören, was wir sind. Und dass er seinem Sohn sich offenbare. Friede meinem Geist. Lass all meine Gedanken stille sein. Mögen wir einen Moment miteinander still sein.
Und ich lade dich wieder ein, das Gebet zu sprechen. Das, was da kursiv gedruckt steht, weil das gehört werden will. Es will um deine Welt erschallen. Ich habe diese Worte noch zu sprechen. Friede meinem Geist. Lass all meine Gedanken stille sein. Vater, heute komme ich zu dir, um den Frieden zu suchen, den du alleine geben kannst. In Schweigen komme ich. In der Stille meines Herzens, in den Tiefen meines Geistes warte ich und lausche auf deine Stimme. Mein Vater, sprich heute zu mir. Ich komme, um deine Stimme in Schweigen, in Gewissheit und in Liebe anzuhören. Sicher, dass du meinen Ruf hören und mir Antwort geben wirst. Amen. Friede meinem Geist. Lass alle meine wirren Gedanken stille sein. Vater, heute komme ich zu dir, um den Frieden und die Liebe zu suchen, die du alleine geben kannst. In Schweigen und in Demut komme ich, in der Stille meines Herzens, in den tiefsten Tiefen meines Geistes, warte ich und lausche auf deine Stimme. Lass meinen Geist, lass mein Herz noch offener werden für dich, weiter. Tiefer. Ich möchte mich gerne fallen lassen in deine Arme. Fang mich auf, damit ich deine Liebe spüren und in mir ausdehnen lassen kann. In Gewissheit und in Liebe anzuhören, sicher, dass du meinen Ruf hören und mir Antwort geben wirst. Amen.
Rede meinem Geist. Lass alle meine Gedanken stille sein. Alle Gedanken. Höre Gottes Wort. Ich höre seine Stimme, Kind. Ich bin Gott. Und du ruhst einfach, einfach in mir. In totalem Frieden. Ja, danke, Vater. Danke, Gott. Und danke, Heiliger Geist. Und danke, Jesus. Und danke jedem Bruder. Und somit danke ich immer mir. Lieber heiliger Bruder, Sohn Gottes, uns einen so friedlichen Tag. Der allumfassenden Liebe. Amen. Da geh hin in Stille, gell? Bis gleich.